Hey Leute, herzlich willkommen bei Buff Strong Barefoot. Ich bin Johannes Queller. Heute geht es um Cardio und Fettverbrennung. Es gibt Leute, die rennen auf den Crosstrainer, um sich zu verarschen oder um sich verarschen zu lassen. Leute, die quasi sich nicht quälen können, die eine Ausrede suchen, ich habe mich bewegt, aber ich habe eigentlich keinen wirklichen Sport gemacht. Für diese ist ein Crosstrainer perfekt. Die können sich da raussetzen und es ist überhaupt nicht anstrengend, da eine Stunde lang drauf rumzugammeln, am besten noch nebenbei Reality-TV zu schauen und sich richtig einen vorzumachen. Am besten gehen sie danach nach der Stunde runter und sagen sich, oh geil, guck mal, das Display zeigt an, fast 1000 Kalorien verbrannt. Yes! Bullshit! Und es ist gelenkschonend. Genauso wie Aquafitness gelenkschonend ist. Seit wann wollen wir unsere Gelenke schonen? Damit wir noch weicher werden, noch verweichlichter und damit wir noch mehr uns schonen und bei der kleinsten Belastung, sprich einen Kugelschreiber anheben, zack, Kreuzband gerissen, Bandscheibenvorfall, Oberschenkelhalsbruch. Das heißt, gelenkschonend ist schon mal keine Ausrede, außer ihr wiegt irgendwie jenseits der 150 Kilo aufwärts. Das heißt, man kann durchaus mal einen Crosstrainer benutzen im Anfangsstadium, was weiß ich was, aber es gibt tausendmal bessere Möglichkeiten. Und vor allen Dingen, verarscht euch nicht. Ein Crosstrainer ist wirklich was für Leute, die keinen Bock haben, Sport zu machen und eine Ausrede suchen. Ich fahre dreimal die Woche beim Sport 1,5 Stunden auf dem Crosstrainer. Super. Da hättest du auch 1,5 Stunden einfach nur auf der Couch chillen können. Die zweite Sache sind diese ganzen Leute, die von einem Fuß auf den anderen fallen und sagen, yo, ich gehe 4-mal die Woche joggen. Nein, ihr geht nicht joggen. Das ist eine Krankheit. Es gibt ein paar ganz wenige Menschen, die sind born to run und die können auch laufen und joggen und machen. Aber für den Großteil der Menschheit, die müssen erst mal lernen, wie sie joggen und laufen können. Es ist einfach eine Katastrophe. Guckt euch einfach nur mal um, wie die Leute laufen. Die Füße irgendwie so blöd nach außen, die Knie nach innen und dann fallen die wirklich. Also ich kriege Gelenkschmerzen, wenn ich diesen Leuten zuschaue beim Laufen. Und das Schlimme daran ist eigentlich, dass sie das zur Fettverbrennung machen, aber eigentlich nur gehen. Und Nordic Walking ist genauso. Einfach nur gehen für die Fettverbrennung. Blödsinn. Macht mal irgendwie ein anständiges Intervalltraining. Klar gibt es stark übergewichtige Menschen, bei denen man erstmal anders ansetzen muss. Aber für den Großteil der Menschen, die so ein paar 10 bis 20 Kilo zu viel haben, da seid ihr mit langsamem Joggen und mit einem Crosstrainer einfach auf einem völligen Holzweg. Mit langsamem Joggen im Fettverbrennungsmodus. Ich erkläre das mal einfach auf einem ganz, ganz simplen Weg. Ihr habt den Fettverbrennungsmodus. Eure schönen Fettpuls, bis maximal 130 Puls, irgendwie Fettverbrennung. So, und ihr verbrennt, was weiß ich, während einer Stunde vielleicht 250 Kalorien. So, von diesen 250 Kalorien sind aber 80% Fett. So, das heißt, ihr habt von diesen 250 Kalorien irgendwie 180 Kalorien verbrannt oder 190 Kalorien nur an Fett verbrannt. Yes, 80%. Boom. So, jetzt macht ihr aber zum Beispiel eine Stunde richtig oder eine halbe Stunde Intervalltraining, richtig bis zum Umfallen. Dann habt ihr nur noch 20% oder sagen wir 20% Fettverbrennung, verbrennt aber 600 Kalorien oder 700 oder 800 oder 1500 oder 15.000. Ihr habt letzten Endes viel mehr verbrannt und habt viel mehr für euer Metabolic Conditioning getan, wenn ihr Intervalltraining macht, als wenn ihr so ein Stupidity langes, fettverbrennendes, mental völlig zerstörendes und zermürbendes Ausdauertraining macht. Es gibt natürlich auch noch die Leute, die sagen, hey, ja, cool, ich mache das, weil es mir gut tut und so. Hey, no offense. Geht in den Wald, geht joggen, weil es euch gut tut, weil ihr dabei gut nachdenken könnt. Coole Sache. Aber für Fettverbrennung absolut ungeeignet. Die letzte Sache, der ich mich widmen möchte, ist Spinning. Im Prinzip ziemlich cool, aber was man heutzutage in den Spinning-Klassen sieht, weil alles muss ja immer viel innovativer und krasser und sonst was werden, da werden Burpees zwischen den Intervalltrainings gemacht, da werden irgendwelche komischen Tanzchoreografien auf dem Fahrrad gemacht. Klar, jeder kennt wahrscheinlich dieses Video, wo irgend so ein Instructor da vorne rumhüpft und alle bouncen auf den Fahrrädern rum und machen irgendwelche Moves und sonst wie. Leute, habt ihr euch mal da die Verletzungs-, also Benefit-to-Risk-Ratio angeguckt? Hallo? Geht's noch?
Im Grunde ist ein Bike-Intervall perfekt, vor allem für stark Übergewichtige. Ja? Die können super damit anfangen, um erstmal überhaupt ein bisschen Fett zu verbrennen und überhaupt ein bisschen in diese, sich quälen, in diesen Modus reinzukommen. Ja? Für Leute, die wirklich extrem faul sind, sind Spinning-Classes auch eigentlich sehr, sehr cool. Aber achtet darauf, dass ihr nicht jeden Bullshit mitmacht, den ihr da macht. Ja, irgendwie so völlig Schulter eingeklemmt nach vorne, runder Rücken und dann da irgendwie völlig dämlich rumballern und am besten noch irgendwelche Tanzchoreografien machen und irgendwie nur auf einem Bein und sonst wie und irgendwie kurz mal hinten klatschen und zwischendurch runter und Burpees machen. Blödsinn. Leute, bleibt bei einer Sache. Ja? Mein Approach wäre erstmal, wenn ihr stark übergewichtig seid, über 150 Kilo, nehmt erstmal mit der Ernährung ab, ja? Und bewegt euch ein bisschen. Bewegung. Bewegung ist schon alles, was ihr braucht. Ja? Setzt euch 20 Mal auf eure Couch und steht wieder auf. Das ist schon Intervalltraining genug. Ja? Aber wenn ihr da drunter seid und nur 10, 20 Kilo vielleicht zu viel habt, dann fangt an, mal ein paar Bike-Intervalle zu machen. Draußen vielleicht mal ein bisschen Intervalltraining, Hill-Sprints, ja? Einfach mal einen Berg hochlaufen, Treppen steigen. Leute, sucht euch ein Hochhaus und lauft da einfach mal die Treppen komplett hoch. Tausendmal besser für eure Gelenke, als wenn ihr irgendwie anfangt, lange zu joggen. Wie viele Patellaspitzensyndrome, wie viele irgendwelche Seitenbänder gereizt sind und einfach irgendwie überreizt sind und alle Leute sich irgendwelche Verletzungen zuziehen, weil sie sich viel zu wenig belasten, weil alles nur noch gelenkschonend ablaufen muss, ist Blödsinn. Ja? Fangt an, euch mal endlich zu quälen. Ja? Fettverbrennung ist eben nicht easy. Ja? Wenn ihr es geschafft habt, euch über mehrere Jahre Fett zu fressen, dann braucht ihr nicht irgendwie denken, dass ihr es jetzt einen easy way habt, euch wieder das Fett loszuwerden. Ja? Das heißt, fangt an eurem Mindset zu arbeiten und belastet euch anständig. Checkt die anderen Videos auf dem Kanal, abonniert meinen Kanal und bis bald, haut rein.